Okay, wir sind die Gruppe Syncast. Wir haben uns als Basis das Tool Snapcast genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Tool, mit dem du auf deinem Rechner zusammen also als Client kannst du halt Synchronmusik auf vielen Rechnern abspielen, ohne dass du jetzt irgendwie groß Verzögerungen hast. Und wir haben das halt als Basis genommen und dann eine Web-App draus gebaut. Das Problem bei Syncast ist leider, dass man das Programm erstmal runterladen muss und dann womöglich noch kompilieren muss und das leider auch nicht auf jedem Rechner funktionieren würde. Bei den Leuten hier im Raum wäre es wahrscheinlich gar kein Problem, aber wahrscheinlich, wenn man dann wirklich mal Musik hören will, scheitert es an diesen Punkten. Darum haben wir daraus eine Web-App gemacht, die wirklich jeder mit jedem Handy, jedem Computer benutzen kann, sofern er einen Browser hat. Ja, also Browser ist halt als Plattform sehr attraktiv. Vielleicht haben jetzt nicht alle ein Betriebssystem, was von Snapcast unterstützt wird, aber fast jeder hat einen Browser installiert, der halbwegs aktuell ist. Und so kann ich halt das Ganze eigentlich auf jeder Milchkanne benutzen. Und es ist sehr viel einfacher zu bedienen, weil ich kein Setup habe. Ich muss einfach nur die Seite öffnen und alles andere passiert automatisch. Wie wir das versucht haben, erklärt euch jetzt noch der Lukas. Ja, nächste Folie war ganz super. Genau. Also es funktioniert so, man hat die Web-Applikation basiert eben auf WebRTC, das ist eben so eine neue Browser-Technologie, mit der man eben direkte Verbindungen zwischen Browsern herstellen kann. Und es gibt eben so einen mehr oder weniger zentralen Dienst, der dient wirklich nur dazu, dass sich alle bei dem melden, sagen so, hallo, ich bin da, und wenn sich halt ein neuer Client dazukommt, dann sagt er eben auch Bescheid, dass er auch da ist und bekommt die anderen vorgestellt. Und ab dem Punkt wird dieser zentrale Dienst einfach irrelevant und die reden direkt miteinander. Und derjenige, der eben die Musik gerade abspielt, schickt eben einfach Schnipsel von irgendeiner Musik, so ein Sekundenhäppchen an die anderen und sagt immer dazu, wann die abgespielt werden sollen. Gleichzeitig ist dann auch möglich, dass eben so Sachen wie, dass zum Beispiel die eine Uhr vielleicht falsch geht oder die eine Verbindung ein bisschen länger dauert, eben diese Unterschiede kann man dann eben rausrechnen noch über die Verbindung und die Daten, die man dabei sammelt. Und letztendlich kann man so erreichen, dass einfach alle synchron ihre Musik abspielen. Und wir würden jetzt liebend gerne eigentlich das demonstrieren, auch vielleicht so mit allen Leuten hier, aber wir sind leider nicht ganz fertig geworden. Einfach weil WebRTC eine relativ neue Technologie ist und es so in verschiedenen Browsern ein bisschen unterschiedlich funktioniert jeweils und es einfach so ein paar Problematiken gibt, die wir irgendwie noch für uns selber beheben mussten, wo einfach irgendwas sehr unzulänglich gelöst war, was uns dann wieder irgendwie auf die Füße gefallen ist, weil wir einfach zum Beispiel die Schnipsel waren einfach zu groß, als dass man die in einem Paket verschicken konnte und dann saßen wir eben vorhin noch dran und sind halt einfach ein bisschen dran gescheitert, es noch in schnell genug fertig zu bekommen. Und darum haben wir nichts zu zeigen jetzt.